erschafft. Ich wundere mich, warum es so wenig Menschen mit Behinderung in der Kunst und in der Kultur gibt. Viele arbeiten jenseits der Öffentlichkeit. Ich hoffe, dass meine Behinderung nicht vermittelt wird und niemand kauft meine Kunst aus Mitleid. Dazu gehören tun nur die wenigsten. Ob ich Arme habe oder nicht, ich kann daran nichts ändern. Ob ich gut spiele oder schlecht spiele, daran kann ich etwas ändern. In der Kultur werden Menschen mit Handicap immer noch ausgegrenzt. Meistens scheitert das daran, dass die Dramaturgin oder der Regisseur sagt, wir haben noch nie mit einem Menschen mit Handicap zusammengearbeitet, das geht auf keinen Fall, machen wir nicht. Was allerdings richtig traurig ist. Von wegen behindert. Inklusion in der Kultur. Nora gehört zur Ateliergemeinschaft Freistil in Hamburg. Ihr Beruf? Künstlerin. Ihre Vorliebe? Porträts. Ihre Bilder verkaufen sich gut. Ich meine gerade Esther, weil Esther meine Freundin hat. Und ich finde, Esther hat eine ganz besondere Ausstrahlung und Persönlichkeit. Und ich hoffe, die kommt rüber. Die wenigsten Menschen mit Behinderung sind von Geburt an beeinträchtigt. 9 von 10 bekommen ihr Handicap erst im Laufe ihres Lebens durch eine Krankheit. Für Nora änderte sich vor 17 Jahren alles. Ich habe BWL in Marburg studiert, also nichts Künstlerisches. Hast du studiert? Ja, 5 Semester oder 4 Semester. Und was ist da passiert? Motorradunfall. Als Sozius wahrscheinlich, als Beifahrerin. Und dann fing mein Leben an. Und ich bin zum Glück im Freistil gelandet und glücklich hier. Das Atelier Freistil bietet 36 Künstlerinnen und Künstlern einen Arbeitsplatz. Getragen wird es von den Elbe-Werkstätten und Leben mit Behinderung Hamburg. Je nach Pflegegrad erhalten die KünstlerInnen Assistenz. Aber gegen das Vorurteil, dass es bloß eine Beschäftigungstherapie sei, wehrt sich die Atelierleiterin vehement. Beschäftigungstherapie? Nee, also das ist nicht. Also ich reagiere darauf allergisch. Das ist wirklich harte Arbeit. Also jeder Künstler, der weiß, der sich stundenlang künstlerisch beschäftigt, weiß, dass es sehr, sehr harte Arbeit ist. Und ja, das hat mit Therapie wenig zu tun. Na, Udo? Danke. Es ist eine liegende Frau. Eine Wolke. Die liegt auf einer Wolke. Oh, das ist ja eine schöne Vorstellung. Ach, du hast es so rumgemalt? Ja. Und die träumt. Seit 2010 gibt es das Atelier Freistil. Udo Bönisch ist von Anfang an dabei. Er sitzt immer in seinem Sessel, wenn er malt. Seine Bilder haben einen unverwechselbaren Stil. Gerade auf der Jahresausstellung, die machen wir einmal im Jahr mit 200 Leuten ungefähr. Und da sind die Udo Bönisch-Bilder eigentlich sofort immer sofort im roten Punkt, also gleich weg. So, also hat schon auf jeden Fall ja, Fans. Das ist ich aus Kopenhagen, die Amerika. Auch Ronja Kruckenberg kommt jeden Tag zur Arbeit ins Atelier. Ihre nackten Damen wurden schon im Altonaer Museum und einer Galerie ausgestellt. Das sind die Bilder, die ich jetzt immer gemalt habe. Also alle Bilder von mir bringen das, die sind in meinem Herzen und das bringt mir auch Spaß. Danke. Bitte. Doch die Kunst von Menschen mit Behinderung ist noch immer nur eine Nische im Kulturbetrieb. Sie wird als Outsider-Art, Außenseiterkunst gehandelt. Hier im Atelier hält man davon nichts. Nur das Werk sei wichtig, nicht die Lebensgeschichte. Das würde ich mir sehr wünschen, dass sich diese tolle Kunst, einzigartige Kunst etabliert, in Deutschland, weltweit, weil dieses, ja, es ist es wert. So, die machen tolle Kunst und es verdient, sichtbar zu werden und stärkt meiner Meinung nach auch die Vielfalt in Deutschland. Also es ist eine Stärke, Vielfalt zu haben und Menschen mit Behinderung auch in Kultureinrichtungen einfach längerfristig an beruflicher Teilhabe auch das zu ermöglichen. Bisher sind Menschen mit Behinderung wenig sichtbar in der Kunst- und Kulturszene, findet auch Comedian Tan Schala.
Den Begriff Inklusion, das war noch nie so mein Freund, weil ich habe immer gesagt, Inklusion ist ja eigentlich ein Synonym für Menschlichkeit und eigentlich ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft, dass wir sowas überhaupt erfinden müssen. Aber mittlerweile habe ich festgestellt, es ist ganz gut, um es mal so ein bisschen thematisch irgendwo in so eine Schublade zu kriegen. Aber genau davon müssen wir wegkommen, denn erst wenn der Begriff Inklusion nicht mehr gebraucht wird, dann haben wir sie erreicht. Tanchala kommt aus Hildesheim. Seit Jahren tourt er erfolgreich mit seinen Bühnenprogrammen durch ganz Deutschland. Ja, wie ihr alle sehen könnt, hat mich das Schicksal nicht besonders gut behandelt. Ich bin von Geburt an gehandicapt. Ja, falls sich der ein oder andere vielleicht fragt, oh, wie lange schon? Und ich denke mal, ihr könnt mich alle gut sehen. Dann wisst ihr wahrscheinlich auch schon längst, wovon ich spreche. Richtig, ich bin Türke. Meine Comedy ist ja anders als andere. Ich kann ja nicht sagen, kennst du, kennst du, kennst du, sondern da müssten ja irgendwie alle im Rollstuhl sitzen, die Leute, die im Publikum sind. Sondern ich müsste eigentlich die ganze Zeit sagen, kennst du nicht. Ne? Und die Leute finden das aber witzig, weil sie sagen, naja, genau das ist mir auch schon mal passiert, aber halt eben von der anderen Seite. Oder auch ein Klassiker. Schau mal da drüben auf der anderen Straßenseite, da ist auch ein Rollstuhlfahrer. Kennt ihr euch? Ich mache ja auch keine Witze über Behinderte oder über Behinderung, das darf man ja auch nicht vergessen, sondern ich mache über Witze über Situationen, die mir halt im Alltag passieren und über die Unsicherheit, die dann zusammenkommt, wenn man eben manchmal aufeinander trifft, aber dann halt auch eben aufzeige, wie gut sich sowas auflösen kann und wie gut man dann doch miteinander klarkommt, wenn man eben kommuniziert. Seit kurzem ist Tanchala der erste echte Rollstuhlfahrer in einer deutschen TV-Serie. Bisher wurden solche Rollen nur mit nicht behinderten Schauspielern besetzt. Absurd, findet Tanchala. Ich dachte, das sei hier die beste Klinik Deutschlands. Doch den Rückwärtsgang einlegen, hm? Also, den kriege ich immer so schwer rein. Auf der einen Seite ist man natürlich stolz, dass man das jetzt machen kann. Ist ja fast ein bisschen revolutionär. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, es wird auch mal Zeit. Für Felix Klieser ist sein Handicap kein großes Thema. Beschäftigen tut es nur die anderen. Also eine der lustigsten Fragen, die ich immer wieder höre und die ich immer wieder amüsant finde, ist, ist es schwerer, mit den Füßen Horn zu spielen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich habe den Vergleich nicht. Ich habe nicht das Leben mit Armen als Hornist und ohne Arme als Hornist. Kann ich nicht miteinander vergleichen. Mir sind solche Faktoren auch eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so wichtig. Also wenn ich auf eine Bühne gehe, dann möchte ich den Leuten, die im Konzert sitzen, eine schöne Zeit bieten. Der Musiker aus Göttingen hat es an die Weltspitze geschafft. Die Option als Solist um die Welt reisen und Konzerte spielen, war etwas, was ich nie geplant habe, niemals. Und dass es jetzt so gekommen ist, ist aber irgendwie ein großes Geschenk. Felix war erst 3 Jahre alt, als er seine Eltern überraschte. Ich will unbedingt Horn spielen. Er bekommt Unterricht und entwickelt im Laufe der Jahre eine ganz eigene Technik, die die sonst übliche Hand im Schalltrichter des Horns ersetzt. Natürlich hatte ich meine Hindernisse oder meine Situation, wo Leute gesagt haben, was weiß ich, der nimmt jetzt jemanden den Studienplatz weg, der eine realistische Chance auf dem Markt hat. So, das habe ich schon erlebt. Aber das ist dann halt ein Punkt, wo man selber auch lernen muss, okay, ich muss mich da durchsetzen. Und ich muss da auch, es hilft jetzt nichts, sich zu beschweren, es hilft jetzt nichts, sich zu klagen. Auch andere junge Leute, die Musik machen wollen, werden oder erleben schwierige Situationen, erleben Ablehnung, erleben Ungerechtigkeiten. Das ist leider etwas, was dazu gehört. Ein Instrument zu lernen sei immer das Überwinden von Hindernissen, sagt Felix Klieser. Er begründet seinen Erfolg weniger mit Talent als mit seinem starken Willen. Pauschale Schubladen für Menschen mit Handicap lehnt er ab.
Dass es so wenige in der Klassik gäbe, sei ganz einfach erklärbar. Allein um zu einem Musikstudium zugelassen zu werden, da fliegen schon der allergrößte Teil vorher erstmal raus. Die sich dann im Studium auch noch durchsetzen und dann irgendwann so weit schaffen, dass sie davon leben können, dass es ein Beruf ist, das ist, ich glaube, eher im 0, irgendwas Prozentbereich. Die Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal, eine Behinderung zu haben, ist ebenfalls in diesem minimalsten Bereich. Das sind einfach zwei sehr, sehr unwahrscheinliche Faktoren, die kombiniert dann eben noch unwahrscheinlicher werden. Unwahrscheinliches möglich machen. Dafür steht Felix Klieser. Ein Vorbild will er aber nicht sein. Er sei ja nur Musiker. Das Theaterensemble Meine Damen und Herren aus Hamburg. Die Gruppe hat schon viele Stücke erfolgreich auf die Bühne gebracht. Aber trotzdem noch eine Sonderstellung im Theaterbereich. Das merken wir von Meiner Damen und Herren ganz deutlich, dass immer, wenn wir beispielsweise beim Thalia Theater oder beim Schauspielhaus anfragen, wir haben Kollegen, die das durchaus professionell machen können, mit eurem Ensemble, dass da sehr schnell die Angst, wie geht das denn, dann werden wir total abgeblockt. Und ich finde, diese Abblockung, die muss so stückchenweise abgebaut werden. Also quasi Proben für das aktuelle Stück Welt ohne uns. Premiere ist im renommierten Theaterzentrum Kampnagel in Hamburg. SchauspielerInnen mit Handicap beklagen sich über systematische Diskriminierung. Selbst an staatlichen Schulen haben sie in der Regel keine Chance auf eine professionelle Ausbildung. Und sie bekommen selten Engagements, beklagt die Produktionsleiterin der Gruppe. Das greift halt sehr oft ineinander und wird ja auch ganz oft für eine Begründung herangezogen. Also dass Leute sagen, ja, ich würde ja total gerne eine Schauspielerin mit Behinderung einstellen, aber ich finde ja keine, die eine Ausbildung hat. Dann sagen die Schulen, aber wir würden ja total gerne auch Menschen mit Behinderungen eine Ausbildung ermöglichen. Aber die Theater sagen ja, sie wollen die nicht haben in ihrem Ensemble. Und also so entstehen da, glaube ich, sehr viele Teufelskreise. Wie es geht, zeigt eine Inszenierung vom Jungen Schauspielhaus Hamburg. Es ließ Friederike Jacklitz und Michael Schumacher von Meine Damen und Herren in ihrem Ensemble mitspielen. Mit Dora, Mama. Ich unterhalte mich mit Dora. Jetzt lass das Mädchen in Ruhe. Haben wir keine Kundschaft? Selbstverständlich haben wir Kundschaft, Mama. Selbstverständlich. Die Atmosphäre im Jungen Schauspielhaus war schön, war schön. Also ich habe mich da von an... Ich habe mich da von Anfang an sehr wohl gefühlt. Ne? Aufgenommen gefühlt. Ne? Ich muss Geld verdienen. Ab jetzt tust du genau, was ich dir sage. Alles klar, Chef. Ab jetzt sind wir wieder ein Team. Gib mir einen Kuss. Heilige Mutter Gottes! Das war stümperhaft. Also ich finde, das größte Problem ist halt einfach, dass es immer noch das... zwar Inklusion gesagt wird, aber Integration gemeint wird. Also, dass es immer noch einfach eine Mehrheitsgesellschaft gibt und die anderen, die so am Rand sind, die sollen halt irgendwie da reinkommen. Und das ist ein grundsätzlicher Fehler. Deswegen gibt es halt diese Hierarchien auch, ne? wo wir immer bestimmen können, ach komm, jetzt lassen wir doch die armen Behinderten mal rein. Also sowas ist leider Gottes noch in der Denke und sowas muss abgeschafft werden. Und das verändert man eben nur, wenn die Verhältnisse von außen und von innen verändert werden. Also Inklusion. Alle sind gleichberechtigt und alle haben die gleiche Teilhabe. Nur wenige Theater haben diese Vision, Gleichberechtigung. Doch da steht Deutschland noch am Anfang. Also ich mag das eigentlich gar nicht, wenn man sagt Mensch mit Behinderung und Mensch ohne Behinderung. Ich bin der Meinung, dass man diese Begrenzung einfach nicht immer wieder erwähnen muss. Vielfalt ist eine echte Bereicherung. Für die KünstlerInnen und auch fürs Publikum. Denn Menschen mit Behinderung ganz selbstverständlich zu erleben, baut Vorurteile ab. Erst recht in der Kultur.
die Kunst- und Kulturszene ist durchaus eine Szene, die noch viel lernen kann. Ich glaube, dass es nicht unbedingt immer nur ein Nachteil sein muss, wenn der Künstler in irgendeiner Form eine Einschränkung hat, weil er eben die Welt auch aus anderen Augen sieht, was man ja immer von einem Künstler verlangt. Mein Leben rettet den an der Kunst. Um die Kunst dreht sich alles. This is the first day of my life. I swear I was born right in the doorway.